So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Wir spielen jetzt weiter und reden nochmals mit Laris, denn wir können ihn ja das hier noch fragen. Wie viel bringen dir die Goldteller der Schamanen? Einen riesen Batzen Gold. Da ist genug für uns beide drin, mein Freund. Ich komme in den verdammten Tempel nicht rein, aber ich weiß, dass du irgendwie alles bewerkstelligen kannst. Bring mir die 6 Goldteller und ich gebe dir dafür einen Haufen Goldmünzen. Wie hört sich das an? Klingt fair. Okay, also wir sollen für Laris die Goldteller holen, die sich bei den Schamanen befinden. Und hat der hier einen Namen? Nein. Okay, schauen wir da rein. Ist irgendjemand drin? Nein. Aber Sachen sind drin. Okay. Speichern. So. Ja, komm. Okay, endlich. Also hier, Silberpokal können wir nehmen. Und das Gold. Und die Münze. Und Münze. Und die Schatulle. Und die Truhe durchsuchen. Ja, schön. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht wieder... Halt, ein Mara steht uns als Sachen. Mach hier keine Nachricht, nützlich, Mara. Nein, kommt eh nicht. Verschwinde. Nein. Okay, also mit dem können wir... Haben wir schon geredet. Okay. Dann werden wir uns jetzt darum kümmern, was dieser... wie ist der Typ da hinten? Nemrock, genau, Nemrock. Was Nemrock für uns zu tun hat und das werden, darum werden wir uns kümmern. Also, was machen wir jetzt erst? Okay. Wolfsmine. Wo ist... Die Sklaven werden dir den Weg zur Mine zeigen. Okay. Was sind die Sklaven? Oh, verdammt, ihr habt das so lange. An der Stelle war ich schon lange nicht mehr. Wo sind die Sklaven? Ah, da oben hockt einer. Ach so, na, da doch, das sind Sklaven. Eifrige, ah, das ich hört sich gut essen. An. Geh jetzt besser. Das hört sich gut an, ja, das liest sich gut. Bring mich zur Wolfsmine. Sagt wer? Hey, wir haben jetzt schon Rufen Geldern zurück. Cool. Okay. Nemrock sagt das. Nemrock sagt das. Der Ork-Oberst? Dann habe ich aber keine andere Wahl, was? So. Na schön. Komm mit, ich zeig dir die Wolfsmine. Okay, das ist auch ein besonders eifriger Sklave. Der hat es verdient, nicht zu sterben. Darf mich dorthin bringen. Speichern. Ja, wirklich überschreiben. Mich nervt das etwas, dass immer steht, wirklich überschreiben. Der muss sowieso doppelt klicken, damit man wirklich überschreibt, aber... Naja. Krieger, Nemrock, Krieger... Okay, wir müssen wieder aus dem Tor unten raus. Ah, ich glaube, mich wieder zu erinnern zu können, wo das ist. Mhm, da links, ja. Ich glaube, ich weiß wieder, wo es ist. Ihr werdet ja sehen, wo es der Sklave hinführt. Blutschild heißt das Blutschilf. Blutschilf oder so irgendwie. Ja. Blutschilf, exakt. Oh mein Gott, nein, das sieht nicht gut aus. Hoffentlich bringen die den Sklaven nicht um oder falls. Ja, stimmt, die ganze Kakeleda sterben. Also hoffentlich bringen die den Sklaven nicht um. Denn das wäre nicht gut. Obwohl ich jetzt eigentlich schon ungefähr weiß, wo denn die Wolfsmine ist. So. Renn, renn, Sklave, renn, renn, schneller. Renn, schneller. Das laggt. Okay, wieder. Neuaufnahme gestartet. So, Sonnenkraut. Waldbeere. Oh, Whipper. Okay, speichern. Der rennt genau auf die zu, der Trottel. Der hat keine Augen im Kopf hier. Der mit... Na, okay, jetzt rennen die weg. Zum Glück sind die so... Okay, die kämpfen gegen Wildschweine.
Das ist schön. Nein, renn! Renn, Sklave! Renn! Das Wildschwein will ich töten. Renn. Okay, das Wildschwein kann ich töten. Genau, was mir aufgefallen ist. Okay, das sind offenbar. Halt! Nein. Das ist nicht in Ordnung. Das ist ganz und gar nicht in Ordnung. Oh mein Gott, ich hab's geahnt. Egal. Laden. Wozu speichere ich? Damit ich wieder laden kann. Lade etwas schneller, bitte. Die traurige Musik macht einen ja depressiv. Besonders eifriger Sklave. Renn, besonders eifriger Sklave. Okay, die Wölfe sind als erster Mal dran, weil das Wildschwein. Okay, das kommt auch nach, ist egal. Der Sklave ist halt zu schwach und zu mager. Um gegen die anzukommen. Dem hast du es gezeigt. So. Ich muss den Schild dann wirklich dringend nehmen. Um dich ist es nicht schade. Okay, das war's. So. Hier ist die Wolfsmine. Dann nimm dir gleich eine Spitzhacke und fang an. Diese Mine muss wieder was abwerfen. Soll ich die Mine etwa ganz allein schmeißen? Wart's ab. Ich besorg dir noch ein paar andere eifrige Kollegen. Okay. Also. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Halt, da ist noch wer? Ist noch ein Vieh? Ja, da hinten. Kümmern wir uns auch um das böse Vieh namens Stollenwolf. Um dich ist es nicht schade. Teleport nach Geldern haben wir noch gar nicht, oder? Nein, muss ich noch besorgen. So, also die Truhen öffnen und durchsuchen. Bitte, wie viele gibt es dann noch? Wenn langsam reicht. Ja. Wem hast du es gezeigt? Ich werde niemand vermissen. Schild hier. Und da kann ich ja was anziehen. Was soll ich nehmen? Schutz, da sind Energie noch mehr von den Biestern. Feuer ist besser. Oh. Wehe, du bringst den unberuhigen Sohn von mir. Um dich ist es nicht schade. Okay, jetzt haben wir alle Stollenwölfe in der Wolfsmine getötet. Das ist schön. Was gibt's denn hier zum Eli, Abbauen? Sonst kriegen wir beide noch Ärger. Was kann man da kriegen? Gold. Aha, okay. Da kann ich gleich wieder Gold schürfen. Dauert immer so ewig zum Speichern. Und hier halt bevor der... Okay, ist von hingegangen. Egal, dann gehen wir hierher. Wieder Gold bekommen. Schön. Und eine Truhe. Achso. Ja, zuerst das Gold. Die Truhe können wir wahrscheinlich hier noch nicht öffnen. Zu schwer. Ja. Wir können nämlich noch keine schweren Schlösser knacken. So, also jetzt holen wir ein paar andere eifrige Kollegen. Speichern. Und es geht zurück nach Geldern. Scavenger. Oh, wie. Warum? Warum legt er den Schild weg? Endlich, ich glaube. Auch auf 1. Nein, wir müssen. Nein, leg ich das auf 1 und den Schild auf 8. Das müsste auch gehen. 8.
So. Wenn ich jetzt 8 wegmache. Ah, egal. Ja, wenn ich 8 klicke, zieht er auch automatisch das Schwert. Okay. Okay. Jetzt muss ich erst wieder zurück nach Geldern finden. Ich gehe Richtung Sealden. Das ist falsch. Da gehen wir erst später hin. Oh, den haben wir noch gar nicht durchsucht. Also zurück. Hey, die haben wir gar nicht. Die haben wir nicht getötet. Die muss andere getötet haben. Da müssen andere Tiere in der Nähe sein. Stärkere Tiere. So. Ich gehe jetzt wieder. Ja, gut, hinten sehe ich schon die Mauer. Das laggt aber. Ich glaube, an derselben Stelle hat es auch gelaggt. So, ja. Na, Aufnahme. So. Da hinten. Sehen wir auch schon eine Mine. Da hinten, diese WCD. Da ist die Schwefel- oder Goldmine, glaube ich, drin. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ist das auch eine der Minen, die wir... was abbauen können. Und das werden wir auch tun, aber wie gesagt, zuerst einmal holen wir weitere Sklaven. Denn der eine ist schon sehr arm, dass er das allein machen muss. So böse sind wir auch nicht, dass wir ihn allein arbeiten lassen. Das wäre wirklich zu fies. Das ist nicht nett. Deshalb holen wir ein paar Helfer, die ihn unterstützen können. Und die befinden sich auch da oben, wie ich sehe. Ich hoffe, ich muss sie nicht begleiten. Bitte sag mir, dass ich die nicht begleiten muss. Was ist das hier? Scheiße. Eifriger Sklave. Beweg dich, ab zur Wolfsmine. Alles klar. Okay, er geht allein hin. Schön. Wo sind die anderen? Da rennt einer. Das ist kein Eifriger, der ist nicht eifrig, der ist nicht eifrig, der ist nicht eifrig. Eifrig. Da haben wir mit Namen, reden wir mal mit ihm. Interesse an seltenen Artefakten, Fremder? Mein Name ist Hamil. Ich kann dir die besten und günstigsten Artefakte anbieten. Du bist Händler im Sklavenviertel? Jeder tut, was er kann. Mein Los ist es, in diesem Sklavenloch festzustecken. Aber meine Ware ist trotzdem von allerbester Qualität. Woher bekommst du deine Artefakte? Ach, mal hierher, mal daher. Fällt immer mal wieder was ab in diesem Nest. Das heißt, du stiehlst es den Orks. Stehlen ist ein so hartes Wort. Wir Menschen sollten doch zusammenhalten, findest du? Hamil, der 13. Fakte tötet den Sklaven. Das heißt, wir haben wieder eine neue Mission gekriegt. Und jetzt fragen wir am... Zeig mir deinen Krempel. Ja, wir sagen, wir sollen uns einen Krempel zeigen. Hat Ringe, hat alles Mögliche, also... Fleischwanzen, Rakuchrezept zum Beispiel, haben wir das schon. Was sieht man das? Nein, habe ich immer noch nicht, dann nehme ich mir das. Kostet auch nur 50 Gold. Da können wir noch was anderes dafür verkaufen, das nehmen wir. Was ist besser, Blutschliege oder Wolf? Blutschliege kann man vergiften. Das soll ich verkaufen. Verwandlung Blutfliege. Tschüss. Goldausgleich. Tauschen. Schließen. So. Also, wo sind jetzt noch eifrige Sklaven? Die sind alle nicht eifrig. Ich mache erstmal Pause. Ich brauche einen eifrigen Sklaven. Der auch nicht, oder? Nicht du solltest da. Jetzt gehen. Oder haben wir schon genug? Bringen mehr eifrige... Ja, okay, also weiter geht's in den nächsten Part, denn die Zeit ist schon oben, also bis dahin, ciao.